guten Abend. Melli1301. Romanticus 74, ob du da wohl geboren bist, Romanticus? Ich glaube schon. Guten Abend, ihr Lieben. Es ist 22.15 Uhr und es ist Ulig stilles Örtchenzeit und ich habe mir meine Wackelohrringe angezogen. Ich begrüße euch sehr. Ja, heute ist ja wie immer 22.15 Uhr. Heute habe ich das erste Mal gedacht, oh Schreck, oh Graus, weil ich muss morgen um 6.30 Uhr raus. Das reimt sich ja, oh Schreck, oh Graus. Ich muss morgen um 6.30 Uhr nicht nur raus, sondern ich werde abgeholt. Das heißt, ich stehe um 5.30 Uhr morgen auf. Aber das kennen sehr viele von euch und sehr viele sind ja sehr treu, obwohl sie morgens so früh raus müssen. Und jetzt würde ich sagen, wir beginnen. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Uli Stille Wörtchen, wo endlich mal Zeit ist, in Ruhe zu reden. Begrüßen Sie mit mir unsere wundervolle Gastgeberin, Elena Ulich. Jetzt habe ich gerade gedacht, herzlich willkommen zu Ulig Stillem Örtchen. Jetzt habe ich gerade so zur Seite geredet und habe gedacht, oh Gott, meine Haare sind aber extrem gelb. Aber das ist die Feder, die an dem Faszinator noch dran ist. Also sie sind nicht extrem gelb. Guten Abend, ihr Lieben, herzlich willkommen. Es ist 22.15 Uhr zum Stillen Örtchen. Ich möchte mich an dieser Stelle als allererstes bei meinen Unterstützern bedanken und zwar bei Hakle. Vielen, vielen Dank, dass ihr so an meiner Seite seid, trotz der schwierigen Zeiten. Bei Dermalogica vielen, vielen Dank euch und bei Onkel Gretel natürlich, der Unterstützer der ersten Stunde. Und für Dermalogica, ihr Lieben, mache ich am Donnerstag um 7:45 ein Shopping. Also wer dazu Lust hat, live dabei zu sein, Donnerstag 7:45 gibt es wieder ein super Shopping mit Dermalogica, wollte ich euch sagen. Ja, dann möchte ich euch ein bisschen von meiner abstrusen Woche erzählen. Ich habe gedreht und wir machen gerade so... Man darf sagen, dass es um Weihnachten geht und es wird, ich glaube, man darf sagen, dass es was für die ganze Familie wird und dass es für einen Streaming-Sender ist. Und ich spiele da eben auch mit, spiele sozusagen eine Schwiegermutter, mehr darf man, glaube ich, nicht sagen. Und jetzt kommen sozusagen größere Szenen, wo sehr viele Schauspieler da sind. Ich musste jetzt am Samstag mir wieder die Fingernägel neu machen, jetzt sind sie wieder ein bisschen kürzer, aber auf Anschluss, weil du musst ja immer auf Anschluss sein, ne? Es passiert ja immer wieder das Gleiche. Und dann bin ich diese Woche, das muss ich euch erzählen, diese Woche, ich hatte eine Lesung in Bad Kreuznach und da wir hier zu Hause zu nichts kommen, hat der Herr Karl mich begleitet, damit wir auf dem Weg dorthin die Lesung, die wir dann zusammen in Bad Schallerbach machen, zusammen durchgehen können im Zug. Aber da sind natürlich überall Leute, das heißt, man kann gar nicht so laut lesen und das machen, aber er ist auf jeden Fall mitgekommen und dann sind wir mit dem Zug gefahren und sind in Wiesbaden, also sind dann über Mainz, dann ausgestiegen, sind wir noch nach Wiesbaden, weil ich in Wiesbaden, und das war total spannend, das darf ich euch aber nur anreißen, also es gibt ja ein Überraschungsshopping am Gründonnerstag, den 14. April. Und ich teste die Sachen jetzt seit 3 Monaten und jetzt bin ich aber nach Wiesbaden noch, habe das die Zeit genutzt, weil ich mir die Firma vor Ort noch angucken wollte und habe mir das alles angeschaut und das ist wirklich, wirklich toll, weil ich habe gedacht, ich mache da nicht einfach, weil ich das alles nicht, ich muss es ja genau mir alles angucken. Und dann waren wir in Wiesbaden und dann sind wir nach Bad Kreuznach und dann mussten wir aber von Bad Kreuznach, weil ich eine Drehverschiebung hatte und am Freitag relativ früh drehen musste und der Zug von Bad Kreuznach am nächsten Tag zu spät gewesen wäre, mussten wir in der Nacht noch von Bad Kreuznach nach Mannheim fahren, an den nächsten ICE-Bahnhof, damit ich am Morgen diesen Zug kriege, dass wenn der Verspätung hat, man auch noch in den nächsten kann. Und dann sind wir sozusagen nach Mannheim in der Nacht und bis man dann geschlafen hat und dann hatte ich noch so einen Appetit. Und dann sind wir noch um den Block und haben dann bei so einem schicken Dönerladen, haben wir dann noch was, so einen Dönerteller gekriegt, ich glaube nachts um 12. Ich bin dann erst um 1 ins Bett und musste um 5 wieder raus und dann musste ich zum Drehen fahren. So, dann waren wir hier. Aber eine schöne Geschichte noch dieser Woche. Wir hatten Besuch von Freunden, von einer wirklich sehr guten Freundin von mir und von deren Mann. Der ist mit meinem Mann befreundet. Und die waren da und eigentlich wollte sie kommen, weil sie was mit mir besprechen wollten. Er kam mit und jetzt passt auf. Der Sohn von denen hat gerade die veganische Phase und ist Veganer und hat jetzt sozusagen, deshalb ist der Mann, glaube ich, mitgekommen, obwohl der wusste, dass der Karl gar nicht so viel Zeit hat, auf jeden Fall, während ich mit meiner Freundin gesprochen habe, hat der sich über unseren Kühlschrank mit Herrn Karl hergemacht und das, was an Käse und Wurst noch da war, sozusagen inhaliert. Hab ihm weil sie sozusagen für ihren Sohn das Vegane jetzt alles mitmachen. Und er sagt, er muss teilweise am Wochenende echt aufs Land fahren, um sich da in der Bratpfanne einen Steak zu braten, weil er hält es nicht mehr aus. Das war irgendwie sehr absurd, dass
wie man doch so vom Essen geprägt ist und wie man das mit den Kindern alles so mitmacht. Wir hatten heute einen schönen Kindergeburtstag. Herr Karl ist mit den Nerven völlig am Ende, weil er ganz heroisch gesagt hat, er würde das jetzt übernehmen. Den Kindergeburtstag des 12-Jährigen mit noch so einer Springarena, wo man dann noch springen geht. Hier wurde noch Essen gemacht. Ich habe dann noch irgendwie die Spaghetti-Soße vorbereitet gestern Nacht und dann noch die Muffins. Also es war auf jeden Fall viel los und auf jeden Fall gab Herr Karl dann vorhin WO und ich habe die letzten dann noch nach Hause gefahren, weil es war irgendwie, das ist ja dann auch so ein Kindergeburtstag, das ist ja kein Kindergeburtstag mehr, sondern ein Jugendgeburtstag. Und das ist schon wild. Was steht hier? Was schreibt ihr gerade? Wann kommt der Schneckenwitz? Ja, der Schneckenwitz. Ja, das wird man sehen. Der wird mit Sicherheit kommen. Also, aber gut, Ding will ja Weile haben, wie man weiß. Also das werden wir schauen. Also auf jeden Fall werde ich jetzt diese ganze Woche drehen und am Samstag haben wir dann die Lesung in Bad Schallerbach. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt, wie das wird. Und dazwischen müssen wir noch die Texte, weil Herr Karl möchte immer wieder, dass wir die Texte lesen und nochmal die Texte lesen. Ich kann gar nicht so viel lesen, wie ich da lesen soll. Wer hat heute Geburtstag? Ich habe heute Geburtstag und freue mich, dich zu sehen. Feli, 89. Feli, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wollen wir mal alle singen? Wollt ihr mal Geburtstagstorten schicken? Und ich mache für Feli mal einen Geburtstag. Jetzt habe ich das mal gesehen. Jetzt habe ich gerade auf die Kommentare. Also, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Feli. Happy Birthday to you. Schick doch mal Torten. Ja, da kommt Klärchen 61. Super, Anke, meine Torten. Und Mirko Born, du schickst Blumen. Herrlich, herrlich, herrlich. Jetzt schauen wir mal, wo der Herr Gose Johann eigentlich ist. Es ist ja auch schon spät. Mal schauen. Guten Abend, der Ferdinand, der ist, glaube ich, irgendwo. Simon. Hallo, hallo. Simon, hallo. Du machst ein Schattenspiel. Guck mal. Oh, ach so, ja. Neben dir. Ja. Aber weißt du, was es ist? Das ist die Giraffe. Kannst du das? Kann gut sein. Es fällt mir gerade erst auf. Ich habe irgendwie hier mit dem Stativ und so. Aber ja, natürlich. Ein bisschen kann ich schon. Wobei, wenn ich das jetzt so mache, verrate ich sofort, wie ich es mache. Also, was so. Ist das denn? Das ist doch der Löwe, oder? Der Bär. Ja, ich mache gerne so Urzeitmonster. Und dann mache ich hier vorne gerne auch noch so einen Zahn. So ein Zahn. Ah, das ist ja geil. Wie machst du das denn? Ja, oder so auch mal so eine Zunge finde ich auch gut. Ah, jetzt ist es etwas verunstaltet. Ja. Hast du ja. Auch einen Elefant? 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 Zeig mir mal. Nee, du hast nicht so richtig... Machte man den nicht so... Nee, das geht nicht. Machte man... Nee, warte mal. So macht man eigentlich, aber das gibt schattenmäßig vielleicht nicht so viel. Aber es gibt ja... Da fällt mir ein, ich muss mir wirklich mal so ein Buch besorgen, weil das ist das schon toll. Ist das ein Elefant? Das ist... jetzt noch vielleicht die Ohren dazu. Ja! Nee, es ist irgendwas anderes. Das ist was anderes! Was auch immer. Guten Abend, ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke schön. Guten Abend. Ich freue mich, da zu sein. Hallihallo. Geht es dir gut? Ja, bestens, hör mal. Bestens, möchte ich sagen. Ja, wir hatten einen schönen sonnigen Tag. Wir waren draußen so ein bisschen in Brandenburg auf dem Land. Aber Kind und Hund und Freunden. Extra hingefahren. Ja, jetzt sind wir wieder in Mitte. Ich bin hier in Berlin Mitte. Auf meinem Sofa. In der Mitte meines Lebens, in der Mitte des Sofas. Hast du dich sozusagen bequem gemacht. Und war denn in Berlin heute auch heiß? Weil hier war es richtig warm. Hier war Sommer. Ja, eigentlich schon. Ich würde es schon noch Frühling nennen, aber ja, über 20 Grad. War schon schön. Ein richtig schöner Tag. Aber wir haben doch eigentlich noch Winter. Welcher ist denn heute? Nee, ich glaube nicht, nicht? Es ist jetzt Frühling seit dem 21. Nein. Oder? 21.3. ist Übergang zum Frühling. Einmal gibt es den kalendarischen und dann gibt es ja noch mit der Uhrumstellung hat es den Frühling eingeläutet? Nee. Mit dem 21.3., soweit ich weiß. 21.3. ist der Tag, an dem dann... Da bist du dir sicher? Ja, genau. Und wenn man von den Wetterbedingungen hergibt, wenn man von den Wetterbedingungen ausgeht, dafür gibt es einen Fachbegriff, der so ähnlich klingt wie
wie die Heilkunde für Haut. Es klingt so ähnlich wie dermatologisch, nur anders. Es liegt auch auf der Hand. Es ist ein ganz einfaches Wort, kennt auch jeder. Egal, Ihr da Lieder, geht kennt man. ihr den Begriff? Dann schreibt den mal bitte. Weil das Dann heißt, du sagst, ist es 21.3. ist Frühling, kalendarisch. 21. Juni ist kalendarisch Sommer Richtig. mit der Sommersonnenwende. Und wann Ja. ist der Herbst? 21.9. Nein. Doch. Eigentlich war auch der Neunter? 23.9. Da gibt es dann so kleinere Verschiebungen. Aber ja, du hast recht. Meteorologisch, sagt jemand. Meteorologisch. Meteorologisch beginnt ab dem 1. März Ah, okay. der Das Frühling. heißt, dann bin ich doch mit meinen Sommergefühlen zwar falsch, aber es ist richtig, dass wir keinen Winter mehr haben. Ja, das Gut. kann man so. Ja, es ist ja so, dass das so, dann doch so ein bisschen vielleicht über die Erwärmung unseres Globus hat man ja doch das Gefühl, schneller in den Sommer zu springen. Sag mal, und wann sind diese Eisheiligen? Kommen die jetzt oder kommen die vorm Sommer? Die Eisheiligen, das ist so ein Wochenende, das habe ich alles. Nee, Siebenschläfer, Eisheiligen, da kenne ich mich nicht so mit aus. Das kriege ich dann immer irgendwie im Frühstücksfernsehen mit. Siebenschläfer, das hätte ich auch nicht mehr gewusst. Den gibt es auch noch. Aber was Ja, der da keine ergibt, Ahnung. weiß ich auch nicht. Du, Simon, es gibt schöne Ja, bitte. Fragen an dich. Und zwar, für einen Tag jemand anderes sein, wer wärst du denn gerne? Ich wäre, glaube ich, also James Bond. Kann man dann einfach sagen, James Bond? Aber den gibt es ja gar nicht. Schon. Vielleicht so ein Doch, könnte ja auch Geheimagent James Bond sein. Du hast vielleicht. vollkommen Ja, recht. also so eine Art. So ein Geheimagent fände ich gut. So mit so einer geheimen, also völlig, also anonym und unterwegs in der Welt. Und ich blicke hinter die Kulissen und weiß, dass alle Verschwörungstheorien wahr sind. Nein, das war Ironie. Bitte nicht. Bitte nicht. Guck mal, Nein, hier kommt gerade, hier, guck mal hier, damit wir mal was lernen. 15. Mai ist die Sophie. Sonnenwende. Siebenschläfer ist im Juni. Sophie. 15.5. kalte Sophie. Und dann gibt es Sophie. endlich Spargel. Ah, sollte man sich merken. Sollte man sich Wahrscheinlich merken. wird nach der kalten Sophie der Spargel gestochen. Möglich, möglich. Also jedenfalls als Geheimagent ein spannendes, ein aufregendes Leben rund um den Globus mit geheimen Informationen und in absoluter Anonymität und auch Unabhängigkeit. Man darf sich nicht verlieben als Geheimagent. Was ist, wenn man Nein. umgebracht, wenn man jeden Moment kann man umgebracht werden? Oder seine Liebste ist ja jederzeit Druckmittel. Oder seine Liebsten, Kind, Familie, ist Absolut. ja nicht, das ist ja so. Das wärst du Und wirklich gern Geheimagent. habe ich mir gerade so aus der Hüfte ausgedacht, dass das doch was Spannendes wäre. Aber in der Realität bin ich ja auch eigentlich ganz gern das, was ich bin. Ja, also Ich auch. Ich ist ja nur auch. so eine Frage in so einem Ja, Instagram-Chat. absolut, absolut. Und die nächste Frage ist, musst du dich oft nackig präsentieren, Simon? Das könnte man meinen, dass ich mich nackig präsentieren muss. Wegen dieser diversen Nacktfotos in meinem Instagram-Feed werde ich manchmal darauf. Aber ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Es ist so, das ist die Idee meiner Freundin gewesen. Die Fotografen, die finden, das ist deren Humor. Das heißt ja nicht, dass es mein Humor ist. Ich stelle meinen Körper dann nur zum Zwecke der Kunst zur Verfügung und habe Ja. damit genau genommen nichts zu tun. Nicht? Das ist einfach, das ist. Du hast damit eigentlich Ich habe damit da. nichts zu tun. Nein, natürlich nicht. Es ist nicht so Absolut. richtig, also doch, es ist auch schon, doch, manche Bilder sind schon ganz lustig geworden, das stimmt schon. Aber viele Bilder sind mir auch sehr peinlich. Nicht? Wirklich? Ja, aber ich denke mir, wenn meine Liebste darüber lacht, dann ist es ja lustig. Dann muss, Ja, also. wenn sie das gerne möchte, ne? Ja, Und wir teilen schon oft den Humor und dann, ja, genau. Aber ich mich nackt aber ist sie präsentieren. Fotografin? Nee, das ist sie nicht. Nee, sie hat aber auch schon so mit Fotografen zu tun und fotografiert gern, aber eher so Hobby, Amateurmäßig. Amateur, sagt man das noch? Für sich so ein bisschen. Ich probiere gerade was, es geht nicht. Simon, sag doch mal Yes. bitte die Frage, ist es anstrengend, wenn die Leute von dir immer erwarten, lustig und schlagfertig zu sein? Ist das, wird es von dir erwartet? Das kann passieren, ja.
gerade wenn die Leute einen Tee haben, dann kommen die mit so einen Ideen um die Ecke. Das ist natürlich so, als würde man die ganze Zeit durch die Gegend laufen und man würde sein Bühnenprogramm abspülen, abspulen. Abspülen. Manchmal, die wundern sich dann manchmal, dass man so ganz normaler Mensch ist, nicht? Aber ist man ja dann doch, nicht? Weil die dann denken, in dem Moment, wo sie mit dir sprechen, dass du dann sofort witzig antwortest oder sowas. Ja, das ist das klassische, sei mal lustig, nicht? Sei mal lustig. Das ist, mach doch mal einen Gag. Das ist so, wie wenn man einen Maler trifft auf der Straße und sagt, mal doch mal hier die Wand an. Und der ist aber vielleicht gerade nur auf dem Weg zum Edeka. Ja. Aber mal doch mal was an. Oder einen Elektriker, wo man sagt, ja, mach doch mal hier irgendwas. Ja, komisch, ne? Das würde einem ja oft gar nicht so gehen. Also so selber nicht. Man sagt ja auch nicht, wenn man jemanden trifft, der ein Bäcker ist, back mir mal schnell ein Brötchen. So ist das. Ja, man, ja. Nicht? Aber Aber komisch, das wird von Schauspieler, also ich sag mal so, in meinem ersten Beruf bin ich ja Schauspieler, da wird es gar nicht erwartet. bei Schauspielern nicht? Nee, also da sagt man nicht, mach mal den Shakespeare oder sowas. Du Nee, bist zu leise, Simon. Echt? Ja? Was mache ich denn da mal? Mach die mal raus, die Kopfhörer, vielleicht ist dann besser. Ach so. Okay. Dann mache ich immer raus. Sag mal was. Besser? Hervorragend geradezu. Jetzt ist besser mit den ohne die Dinger. Ah ja, okay, ich komme einfach ein bisschen näher ans Telefon. Hörst du mich gut, Ja, Elena? sag. Ich höre dich, warte mal. Hast du die Kopfhörer weggesteckt? Ja, die habe ich weg jetzt. Ja, dann höre ich dich super. Naja, dann machen wir das so. Machen wir das so. Guck mal, da wird gerade auch ermahnt, ob wir mal kurz ein Foto machen. Schau mal, ich gehe runter, du kommst jetzt hoch und dann wird dein Gesicht, schau Warte mal. mal, das muss ich so machen. Warte mal, ich muss ein Stück zurück. Warte, du musst. Wow. Wir sind ja auch schräg, oder? So. Sehr hübsch. Es ist wirklich sehr hübsch. Ihr Lieben, macht ihr Fotos davon und tut die nachher, wenn wir. Ich wurde gerade warm. Du Hoppla. musst gerade mal. Das ist ja hervorragend, weil das. Und wenn ihr die nachher habt, dann nachher, wenn Stille Örtchen vorbei ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das in eure Story macht und uns verlinkt. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Simon, sag mal, nee, so ist, du kannst dich zurücklehnen mit dem Text. Das ist wunderbar. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben uns ja beide kennengelernt. War das, ich bin mir gar nicht sicher, November oder nee, Dezember, oder war das? Ja, genau. Das war im Dezember und ja, das war auf der Gala von Der Gala Menschen für Menschen. Menschen für Menschen, so heißt es doch, genau. Die legendäre Stiftung Ja, für von Menschen Karl-Heinz Böhm. und Und Karl. das war 40 Jahre. Und wir wurden sozusagen zusammengewürfelt als Tischnachbarn. So. Und Und es schwupp. war herrlich. Und ich habe sofort gesagt, zack, was ist, kommst du auf Stille Örtchen? Und da habe ich nicht gesagt, bist du lustig. Habe ich nicht gesagt. Na, das hätte ich ja auch zu dir sagen können. Wäre ja das Gleiche. De War das Nicht? der neue Bachelor, fragt jemand. Nein, das ist nicht der neue Bachelor. Ja, Sondern. aber guter Punkt, Elena. Man muss diese Sachen alle als Kompliment nehmen. Ne? Bist du lustig? Bist du dies? Bist du das? Also, nicht? Das bedeutet ja, dass Menschen dass Menschen mich gesehen haben und es als lustig empfunden haben und dann eben diese Erwartungshaltung im Alltag haben. Naja, es ist ja auch so, Simon, es gibt ja im Moment auch relativ wenig zu lachen. Ja? Ja, das ist wahr. So. Immer Und weniger. wenn man dann auf jemanden trifft, über den man möglicherweise auch schon viel gelacht hat und bisher seit wirklich, ich meine, ich habe mir das nochmal angeguckt, du bist ja ewig, also du bist ja gar nicht so alt eigentlich. Ich habe dich doch jünger geschätzt, als du laut Internet bist, ja? Weil du bist ja seit Anfang der 90er Nee, nicht unterwegs. Anfang der 90er. So schlimm ist es auch nicht. Seit Anfang der 2000er. Da war doch Anfang der 90er, hast du schon angefangen mit Sachen. Ach so, ja, vielleicht im Amateurbereich. Das kann sein, ja, im Amateurbereich, aber nicht öffentlich. Aber auch das, du bist relativ jung. Ich bin relativ jung. Nein, relativ jung, auch im Amateurbereich bist du eingestiegen, Ja, mit sozusagen. 16, 17, 18, sowas haben Ja, wir. das meine ich. Das ist schon frisch. Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier irgendwas falsch eingegeben. Ja, na klar, es fing ja direkt immer schon.
könnte man sagen, immer schon. In der Schule auch schon. Ich war dann noch in der Schule, in Ja, der aber da hast du Oberstufe. schon angefangen mit Sachen? Wie kam das? Das war ja mit meinem Bruder zusammen, der eine totale Affinität hatte zu Comics und Kamera und das haben wir geteilt auch, ja, zu Film, Fernsehen, Unterhaltung. Und naja, irgendwann kamen wir dann an die Kamera von unserem Onkel. Okay. Und dann haben wir experimentiert. Und gleichzeitig auch noch ein Kumpel von uns, Kumpel von mir, hatte auch noch eine Hi8-Kamera. Und ja, dann ging das los, dass wir selber Filme gedreht haben. Das war in den 90ern nicht so populär. Also das fing dann in den 2000ern an, dass die Leute qualitativ hochwertige Filme gemacht haben bei YouTube und dass das auch immer besser wurde, bis hin zu einem exponentiellen Wachstum, dass die Leute einfach wahnsinnig gute, starke, aufwendige Filme drehen. Aber in den 90ern war das nicht so. Da war ja dann zum Beispiel bei RTL Exklusiv Kino, das war so ein Format, das lief am Montag um 23:15 Uhr, da wurden die neuesten Kinofilme vorgestellt und das war so 1996 so rum. Und die Aufgabe war, drehen Sie Ihren eigenen James-Bond-Film und gewinnen Sie eine Statistenrolle bei dem neuen James-Bond-Film. Da haben wir uns natürlich direkt an die Kamera gesetzt und auf den Acker und haben unseren eigenen James-Bond-Film gedreht. Wir haben einfach so die Szenen alle abgespult, weil wir die James-Bond-Filme kannten wir vorwärts, rückwärts komplett auswendig, nicht? Und das war dann so ein kleiner Mash-up mit dem ja, Oddjob, der Mann mit dem goldenen Colt, der Bösewicht hat eine Katze und so ein kleiner, lustiger, schneller Film und den Preis haben wir dann gewonnen. Und du hast das Statist gemacht? Ja, ich, also mein Bruder Thilo war so schon so ein bisschen der Filmemacher dahinter und Okay. ich war sein Darsteller in diversen unterschiedlichen Rollen. Nee, das hat dann schon Thilo. Thilo hatte dann schon die Statistenrolle bekommen. Aber ja, so war's. Tomorrow never dies. Da ist er dabei, oder was? Genau genommen ist er dabei. Man sieht ihn leider nicht, aber wir sind dann zu zweit nach London geflogen. Das war sehr aufregend. Mit einer Frau von Warner Brothers. Und wir so, oh, nee, mach richtig Quatsch. Warner? Doch. Sabine von Warner. Ja, egal, es waren auf jeden Fall Leute vom Film und aus Hamburg. Und da sind wir von ja, Gütersloh nach London. Und ich bin dann in Kensington geblieben im Hotel. Aber ich habe trotzdem, ich war in London und da wird James Bond gedreht. Auch das fand ich schon Ja, aufregend. Entschuldigung, das Ja, ist aufregend. Da warst du natürlich. ja, da warst du Anfang 20. Ja, und was auch toll war, sie hatten von diesem Format, was es dann schon schnell nicht mehr gab, was es also seit 20 Jahren nicht mehr gab, aber sie hatten innerhalb dieser RTL-Sendung unseren Film ausgestrahlt, also fast ungekürzt. Der war 5 Minuten oder so, lief unser Film im Fernsehen. Und das Publikum war groß, also über 1 Million Fernsehzuschauer. Ja, damals waren ja die Quoten noch immens, ja, die Reichweiten andere, weil, ne, weil ja, weil es noch, ja, wie Es das gab heute. einfach noch nicht so viele Fernsehsender Es zu dem gab noch Zeitpunkt. nicht so viele Fernsehsender, auch nicht so viele Streaming-Anbieter. Und es war natürlich ein Knaller dann nach den Winterferien. Das war, glaube ich, am 30.12. lief der. Dann haben wir Silvester gefeiert, tatsächlich in Berlin mit ein paar Kumpels. Und dann ich wieder zurück in meine Ausbildung nach Bielefeld, Union Knopf. Dort habe ich eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann, habe Knöpfe verkauft in der DOB, der Damenoberbekleidung. Rena Lang. DUB, geil, geil. Ja, richtig. Und so, war schon ein ganz guter Job, ne? Ja, da wurde ich natürlich darauf angesprochen, dann, dass ich im Fernsehen war. Ja, habe ich angesprochen. Ich dachte ich so, oh, krass. Abgefahren, abgefahren. Tja, so waren die Die 90. Anfänge, oder? Die Anfänge sind schon. Ja, die Anfänge, na klar. Ja. Ja, aber das ist ja, das bleibt ja auch total. Macht dein Bruder auch noch, macht er noch Regie auch? Ja, genau. Der hat viel für die Heute-Show gearbeitet und hat viel mit Ilka Bessin gearbeitet. Er macht ehrlich gesagt ganz, ganz viel auch im Comedy-Entertainment-Bereich als Regie. Okay. Ist auch ab und zu mal vor der Kamera.
Wir waren auch mit aber wenig. Mitfahrer. Nicht so viel. Ja. Gerade mit Lutz van der Horst bei Tele 5 zeigen die Saw-Filme. Dann ist der auch vor der Kamera. Wir machen auch zusammen einen Podcast. Aber nicht so wie ich. Nee. Eine Funktion. Du bist eher der, der nach vorne gegangen ist. Hat sich so ergeben, ne? Und jetzt, wie immer, unsere beliebte Rubrik 7 Fragen aus 77. Wählen mit Bedacht, denn nun geht es auch ans Eingemach. Mein lieber Simon, 7 Fragen aus 77. Ich kann dir auch 6 aus 77 eine von der Intimliste stellen, wenn du dich das traust. Das traue ich mir. Super, dann fangen wir jetzt mit 6 aus 77 an und du sagst mir eine Nummer. 19. Was ist immer in deinem Kühlschrank? Hafermilch. Echt? Ja. Echt? Ja, seit ja. Wann? So seit 2 Jahren oder so. Ist immer Hafermilch. Und wie bist du auf die Hafermilch umgestiegen? Ich glaube, meine Freundin hat die einfach irgendwie gekauft. Ne? Das ist diese sehr bekannte hellblaue, ohne Werbung zu machen. Aber die geht irgendwie immer. Die ist ganz lecker und ja. Also gar keine normale Milch mehr? Ab und zu auch noch, aber eher die Hafermilch. Ah, lustig. Schon lecker im Kaffee, finde ich. Schon lecker und... Naja, man muss ja so ein bisschen reduzieren und wenn es einem leicht fällt oder man es vielleicht sogar noch gerne mag, umso besser. Ja, ja, wenn es einem leicht fällt, ist es ja auch überhaupt kein Problem. Ne? Also ja. So. Ist ja so eine Sache mit den veganen Ersatzprodukten. Also ich merke mir das schon immer ganz gerne, wenn da was Leckeres dabei ist. Ist ja klar. Aber ist ja nicht also immer... Was ich ganz gern mag, sind diese Pasten. Also ich mag gerne, überhaupt mag ich gerne, ich liebe ja Brot, ja. Und ich liebe so Aufstriche auf Brot, wenn die gut sind. Ich mache die auch gerne selber und so, auch mit Aubergine und so, aber da muss man sich das wirklich merken. Unbedingt. Ey, Thunfisch, veganer Thunfisch schmeckt lecker tatsächlich. Wirklich? Ja. Veganer Thunfisch. Ein Fitnesspresser. Ich esse auch gern Fleisch, also ich bin hier gar nicht so die gute Adresse. Aber klar, man muss ja so ein bisschen gucken, mit der Zeit gehen. Doch, das... Veganer Thunfisch ist ganz geil, muss man sagen. Also ich finde, Thunfisch ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert, weil es ja früher schon immer hieß, die Delfine verfangen sich in den Netzen. Da hatte man schon lange vor diesen Bewegungen der Vegetarier und Veganer auch irgendwie, wurde das extrem problematisiert. Und man hat dann irgendwie im Aldi hatte man dann so vegan, Thunfisch garantiert delfinfreundlich gekauft. Ob das so stimmte, weiß ich nicht. Jedenfalls ist Thunfisch auch im Sinne, auch im Zusammenhang mit Überfischung und so, ja echt auch ein schwieriges Thema, absolut. Vegan, ich mag ihn sehr, aber esse ihn ganz selten. Aber wenn du mir nachher nochmal so ein Bild, ohne jetzt Werbung zu mir privat schicken würdest von diesem veganen Thunfisch, da wäre ich sehr daran interessiert, weil was ich gerne mag, ist so eine Thunfischpaste. Mhm. Weißt du, auch wieder mal auf Brot sozusagen. Deshalb würde ich da doch dankbar sein. Ja, da gucke ich mal nach dann. Also wie Hafermilch haben wir. Sonst noch irgendwas Besonderes, was immer drin ist? Sonst wüsste ich so nicht. Also es kann alles andere kann variieren. Ja, kann variieren. Auf jeden Fall immer einen Parmesan. Sehr gut. Haben wir auch immer im Kühlschrank. Nächste Frage, Simon. Ja, ich bin gespannt. Ja, du musst eine sagen. Was? Du musst eine Nummer sagen. Ich muss eine Zahl sagen. Spannende Zahl. Es sollte eine spannende Zahl sein. Es soll einfach spannend sein. Aber wir müssen überlegen. Du könntest dir ja auch eine Rechenaufgabe machen und dann herausfinden, welche Zahl das ist. Ah. Ja, okay, dann aber, oder ich sage einfach die Zahl, dann würde ich mir die Rechenaufgabe ja sparen. Dann würdest du dir die sparen, Ja, ist eigentlich auch ganz gut. Rechenaufgaben, die lassen wir lieber weg. Ich bin auch mit da, eher ist auch schon länger her. Ist schon lange her, dann nimmt man die 42, das war ja ein gutes Alter. 42. Was ist das Mutigste,
das du jemals gemacht hast? Hm. Das kommt jetzt, glaube ich, demnächst. Aber das behalte ich noch für mich. Das ist noch nicht so ganz spruchreif. Das Mutigste war... gute Frage. Das Mutigste, was ich je gemacht habe. Ich habe mich oft überwinden müssen. Es waren viele Grenzen, die ich überschreiten musste. Doch was war das Mutigste? Also was dir heute noch, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, wo du immer noch das erzählst, also wenn man dich was, wo das auch immer noch erzählst, weißt du, wo du sagst, ah Mensch, ja. Sowas ja. Gibt's ja auch, weißt du noch. Wo man das immer noch so erzählt, ne? Ja. Ja. Du vielleicht beim Stocker mitfahren. Stocker. Was? Wo wir, dieses Stefan Raab Stocker. Vielleicht war das mutig. War das mutig? Haben ganz viele gemacht. Hat eigentlich jeder gemacht, ne? Ich habe das tatsächlich nicht gesehen. Was hast du denn da? Stocker, das ist ja so eine Sportart, ja, wo wenn man mit so Schrottkarren fährt und über ein Parcours sehr sandig, also Autos. Ja, also in echte Autos, wo man drin sitzt. Echte Autos und mit ganz viel Karambolage und Überschlägen ist das verbunden. Und dann in Gelsenkirchen vor 50.000 Leuten. Ja, da war schon auch irgendwie ein Druck drauf. Richtig gefährlich war das jetzt auch nicht unbedingt, nicht? Aber ein bisschen Überwindung braucht man, glaube ich, doch dafür. Doch, man braucht ja für viele Sachen. Ich finde es mutig. Also lassen wir das als die mutige Geschichte stehen. Wir sind auch früher irgendwie dann so besoffen vom Zehner und haben uns an den Zehner gehängt und so. Oh, ne? Wenn man so jung ist oder mit dem BMX-Rad immer mit Rampen hier und Rampen da. Aber ja, das ist natürlich auch in so einem Alter, wo Verletzungen auch irgendwie so sind. Ne? Weiß ich nicht. Da waren bestimmt ein paar Dinger dabei, die so ein bisschen. Aber deine Schwellgrenze ist nicht so hoch. Also ist eher weiter gefasster. So, also du traust dir relativ viel zu. Ja, relativ ist relativ. Aber doch, also ne, wenn du sagst vom Zehner runter und solche Sachen, ist ja eher, ich bin nie vom Zehner gesprungen. Das solltest du mal machen, das ist gut. Du, das Höchste, was ich je gemacht habe, war das 1-Meter-Brett. Und beim Dreier bin ich wieder zurück. Also du willst nicht vom Dreier springen? Nein. Aber es macht schon Spaß. Ja, die nächste Frage, bitte Sie mal. Okay, ja. Die nächste Frage. Bei der nächsten Frage wähle ich mal die 1. Was war dein erstes Haustier, wenn du eins gehabt hast und wie hieß es? Das war die Miezekatze Heinzi. Das war, die war auf unserem Hof. Und Heinrich, ja, Heinrich. Die hatten, also wir hatten Nachbarn, wir hatten eine WG nebenan, eine sehr studentische und die hatten einen Wurf von 4 Katzen und die Katzen erhielten die Namen großer Literaten. Hölderlin war dabei. Ach Quatsch. Ja, genau. Agatha Christie nicht. Nee, Hölderlin und Heinrich war vielleicht Heinrich Böll oder Heinrich... Mann. Aber Heinrich war, also unsere Heinzi, die lief dann irgendwann so über, weil die studentische WG hatte sich so aufgelöst. Und da kam die Heinzi zu uns. Und das war unsere Katze über 20 Jahre eigentlich. Von meinem sechsten Lebensjahr bis zu meinem 26. vielleicht in etwa. Ja, das war eine tolle Katze. Es war eine weibliche Katze und es war ein unfassbares Alpha-Tier. Also, ja. Er hat sich da auch behauptet, ne, wenn mal andere Katzen kamen vom anderen Hof, die haben auf die Fresse gekriegt. Es hat eigentlich jeder auf die Fresse gekriegt. Mensch, Katze, Hund, alle wurden verdroschen. Nur nicht wir. Nur nicht was, das liebste Tier. Immer nur schmusen und lüllern und knurren. Schnurren. Ach, hast du jetzt ein Haustier aktuell? Ja, die Charlie. Die Charlie, das ist der Hund meiner Freundin und aber auch so, ja, auch meiner dann. Und aber die hat eben 800 Gramm zu fressen gekriegt. Und jetzt liegt sie irgendwo. Sie hat 800 Gramm ausgesorgt. Die hat heute keine Aufgabe. Charlie ist nicht so klein. Richtig, genau. 33 Kilo. Die, weil bei Charlie auch, könnte ja auch so ein kleiner Wuschel sein. Ganz bestimmt. Ja, ganz bestimmt. Ja. Vom Namen her. Aber könnte auch, ja. Könnte.
Frage Nummer 4, bitte. Das ist, wie gesagt, der Hund von meiner Freundin. Ich hab den Namen nie in Frage gestellt. Aber ist er denn da, Charlie? Die Charlie ist da. Aber weißt du, das ist so jetzt auch, die hat so ausgesorgt für heute jetzt irgendwie. Die will irgendwie auch von nichts was. Sie wird gerade angelockt. Mal schauen, ob sie kommt. Manchmal habe ich sie auch. Ich mache schon auch. Hast du geschnipst jetzt? Da ist die Frau, mit der ich zusammenlebe, die hat gerade hier Leckerlis geholt. Aha, sie kriegt 17. Sie fühlt sich nicht wirklich aufgefordert. Ich könnte sie natürlich mal rübertragen. Aber rüberzerren ist ja Quatsch. Charlie! Ja, aber die Haustiere müssen ja auch mal irgendwie was tun für ihr Geld. Charlie! Die haben Kuschelpflicht. Charlie, komm mal hierher. Ja, dafür sind sie ja auch. Sie müssen eine Kuschelpflicht, finde ich ja, sehr schön. Absolut. Kuschelpflicht. Sie darf nicht aufs Sofa. Würde ich jetzt aber trotzdem mal. So, Charlie, dann komm mal her. So, die Elena ist da. Komm mal. Charlie. So, jetzt müssen wir dich auch mal im Bild sehen. Weil wenn ich ja ein Tier hätte, würde ich es ja Bierholm nennen. Ne? Ja. Du kommst jetzt mal mit. Du bist mein Schatz. Ich verstehe. Charlie ist auch noch kamerascheu. Schau mal. Was ist das? Oh, ist die hübsch. Charlie. Oh, guck mal. Guck mal, da ist die Elena. Charlie. Das ist Charlie. Oh, die ist aber sehr hübsch. Hallo, einmal allen winken. Das kriegt man ist ja das, schon. Ist das ein Mischling oder eine... Ein Dudel ist das. Eine Mischung aus einem Golden Retriever und einem Königspudel. Das gibt es wirklich? Gibt es. Ja, Barack Obama hat es auch, so wurde mir berichtet. Ein Dudel? Ein Dudel, D-O-O-D-L-E. Aber Charlie ist weiblich. Ja, Charlie ist ein Weibchen. Man könnte ja auch ein Mann sein, Charlie. Och, entzückend. Guck mal. Ich hab sie wirklich manchmal so und dann streiche ich ihr den Bauch, also auf den Boden. Ist denn der Dudel, weil ich bin ja gerade sehr an Hunden interessiert, ne? Ist denn der Dudel auch ein Wachhund? Ja, ist der Dudel ein Wachhund? Also ja, wenn es klingelt, ist Alarm. Und aber wenn jetzt der Dieb nett ist und Leckerli dabei hat, dann wird er auch herzlich eingeladen. Ach so, also es ist nicht so, sie wirkt auch nicht so, also ich habe auch so das Gefühl, wenn du mit der spazieren gehst, hat man auch eher das Gefühl, die Leute kommen zu dir, statt dass sie gehen. Ja, genau. Es ist eher so, ja, wer bist du denn? Ja, genau. Wer bist du denn? Ist eher so, oder? Ja, genau. Ja, nee, die ist so ein lieber Hund. Die macht niemandem Angst. Also klar, es gibt natürlich diese Leute, die wirklich überhaupt nichts mit Hunden zu tun hat. Das muss man ja dann auch respektieren, nicht? Ja, aber... Aber sie ist schon so ein lieber, wuscheliger Familienhund. Ganz das klar. Meine ich, weil es gab nämlich neulich im Stillen eine Diskussion um Hunde, weil hier ist zu Hause gerade der Hundewahnsinn entbrannt, weil mein Sohn hätte so gern einen Hund. Er hat jetzt, letzte Woche hatte er einen Termin bei einer Dame, die einen Hund hat, den er eventuell ausführen kann. Das ist so ein kleiner Hund und ich sage, ich will keinen Hund im Moment. Ne? Jetzt soll er erstmal sich einen Pflegehund nehmen und wenn natürlich die Diskussion, was nimmt man, deshalb gab es auch Bierholm den Namen hier schon im Internet. Und nimmt man einen kleinen Wuschelhund? Ich hätte ja für abends, weil ich müsste ja abends um 11 Uhr raus. Dann hätte ich natürlich eher sowas, wo man sagt, ich wechsle mal die Straßenseite. Würde mir besser, also so für meine Angst in der Nacht. Ja, gut. Charlie, Nummer 5 bitte, Frage bitte. Ja, es ist einfach, die Charlie ist ein großer Hund. Die muss aber jetzt nicht 1000 Kilometer am Tag laufen. Aha, das ist gut, nicht? Wenn du dir so einen Weimaraner oder so einen Wischling kaufst. Bist ja nur unterwegs. Genau. Die haben einen. Und das ist. Ja, das zu handeln ist so eine Sache. Ne? Wenn die Power haben, dann nerven die dich ja. Also die Charlie jetzt, also wenn ich jetzt morgen mit der einfach nur so Pipi mache, einmal kurz vor die Tür, ja. Kein Problem. Und aber irgendwann so um 12, 13 Uhr, dann steht sie einfach hier und sagt so: Jetzt was geh los? Jetzt machen wir mal was. Genau. Jetzt, ne, machen wir mal so einen schönen Gang. Ja, so. Wenn man so angestupst. Ja, ne? Und dann, ne, zack. Ja. Hast du dir was überlegt? Hast du dir was überlegt, Simon? So, dieser Blick ist das. Was hast du dir denn heute überlegt? Wo gehen wir denn hin? Ich mache mal einen Vorschlag. Alpen, Gardasee. Ja. 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 Kommst du?
ich habe Vorschläge gemacht. So in etwa muss man sich das dann vorstellen. Ja, 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 ist mir klar. Ja, 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 ich bin noch mit dem Hundefall. Lass uns da zum anderen Thema gehen. Ja, sagen Sie mir eine Nummer, bitte, Herr Johann. Ja, dann nehmen wir mal eine hinten raus. 71 soll ja ein glückliches Lebensjahr sein. Wirklich? Wer sagt das? Ich glaube, das ist eine gute Lebensphase, der Beginn der 70er, ne? So Ruhestand. Aber dann kommt eine interessante Frage für die Nummer 71. Oho, oho. Darf dein Partner, in dem Fall deine Partnerin, ja, in dein Handy schauen? Sie ist in der Nähe. Du müsstest jetzt vielleicht drüber nachdenken, was du sagst. Ich sag mal so, sie kennt den Code. Sie könnte in mein Handy schauen. Ja, ja. Das ist auch schon vorgekommen. In der Vergangenheit war er die Ausnahme und sorgte auch schon so ein bisschen für Reibung. Aber ich sag mal so, sie weiß, dass sie es darf, aber sie macht es nicht. Das ist vielleicht eine ganz gute, ja, ganz gutes, ja, Arrangement. Ja, 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 ja. Aber interessant ist doch, dass du sagst, es sorgt für Reibung, weil man nämlich bestimmte Sachen missverstehen kann. Ja, ja, aber natürlich. Ja. Liegt alles so ein bisschen zurück, nicht? Und dann natürlich ist es so. Ja, ja, genau, nicht? Und das hat dann natürlich auch so ein bisschen, das sind vielleicht auch so Sachen, die sich dann so eingrooven müssen, ja, auf der Beziehungsebene. Und wenn sie dann so reinguckt, dann ja auch natürlich mit so einer Haltung, ich trau dem nicht. Ja, und dann ist man, nein, vielleicht da. Nur, ich meine ja, wir müssen übrigens ganz kurz grüßen, Erwin Steinhauer ist dabei. Erwin, ich grüße dich. Ach, ja, ein großer österreichischer Schauspieler, Kabarettist, und der hat gerade gewunken uns. Nein, aber ich sage dir was, das mit dem Handy. Es geht ja nicht darum zu schauen, weil man was erschauen will. Ja, sondern liegt dein Handy sozusagen rum, das meine ich damit. Und es kommt jetzt zum Beispiel, es klingelt. Mhm. Und würdest du auch zum Beispiel, sagst du so machen wie, geh doch mal ans Telefon. Also weißt du, sowas meine ich. Es gibt ja so Leute, die lassen jemand anders gar nicht an das Handy dran. Ach so, nee, das machen wir so nicht. Nee, wir manchmal, es kommt schon auch mal vor, dass wir irgendwie kurz zusammenarbeiten. Genau. Ich an ihr Handy, sie muss an meins. Genau. Oder es kommt auch schon mal vor, dass ich sehe, dass da ein verpasster Anruf ist und dann weiß ich, naja, könnte ein bisschen wichtig sein und dann sage ich Bescheid. Ja, ja, genau. Das meine ich. Also ich meine jetzt nicht, dass man das Handy nimmt und darin rumforstet. Das ist ja, darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, dass man sagt, also ich habe keine Geheimnisse, er kann an mein Handy ran. So ist das bei uns. So. Weißt, also, aber er geht nicht dran, weil warum sollte er? Und er sagt auch, der Herr Karl sagt auch, du, ich muss mal kurz, kann ich mal kurz die Mail, kannst du mir die schicken oder kann, weißt du, oder ich bin nicht, ja, da oder ich sag, geh da mal, das ist unter der zweiten Mail oder sowas. Weißt, ja, du? Ja. Nächste Frage, bitte. Nächste Frage wäre die 35. Und danach sind wir schon bei der Intimen. Ich sage es dir, das ist jetzt die letzte von der normalen Liste, Simon. Dann wird es wirklich haarig. Danach kommt die Intimrasur. Ja. Oh, du hast aber heute, ziehst du aber auch Fragen. Die sind ja fast schon von der Intimliste. Ja? Okay. Was ist das Romantischste, das jemals jemand für dich getan hat? Das Romantischste? Da gibt es schon noch einiges. Also, wenn es dir zu romantisch ist, musst du es natürlich nicht erzählen. Ja, romantisch ist jetzt natürlich so, also zum Beispiel, romantisch ist natürlich jetzt, da muss dann die Abendsonne eigentlich so sein, wie sie heute war. Und so, es hat immer sowas mit Sonnenuntergang zu tun. Aber was ich schon auch toll fand, war, wie diese eine Frau, die da schräg gegenüber sitzt, wie sie kam und dann hat sie mir zu meinem Geburtstag, hat sie mir so einen Fisch gemacht mit dieser Salz. Eine Salzkruste? Ja. Oh, das ist köstlich. Und dann macht die das immer so mit ganz viel Liebe, ja, und ja, und ganz viel Herz und ein bisschen Wein ist dabei und auch Liebe. Ja. Liebe und Wein, ne, absolut. Das ist ja, das Eiweiß ist ja mit dem Salz auch vermengt. Ja, ja, genau. Und das fand aber statt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo in Kreuzberg. Also jetzt nicht mit dem Blick Café Del Mar, sage ich mal. Ja, 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 ach, verstehe. Es war, dadurch war es aber vielleicht noch romantischer.
Vielleicht. Also 9. Januar ist auch, muss man sagen, immer so, ist mein Geburtstag, ja. Wie, ne? Und ist das immer, wusste ich bis jetzt nicht, aber... Jeder kennt ja den Tag. Jeder kann ja einen, nicht, weil es mein Geburtstag ist, aber jeder weiß ja, was da so los ist. Da ist so Katerstimmung vielleicht. Das 9. Ist auch Januar? So, nein, Katerstimmung nicht, aber das ist so ein Wochenende vielleicht nach Silvester, wo man sagt, also heute trinke ich aber nichts. Aber ist das nicht schon das Wochenende, wo man die guten Vorsätze über Bord geworfen hat von Silvester? Ja, nachmittags, wenn man eine Schokolade vertilgt hat oder so einen Haufen Kekse. Aber ich glaube, so dass man so rausgeht und Party macht am 9., eher selten, glaube ich. Ja. Kommt auch vor, habe ich auch schon gemacht, aber... Da warst du jung. Da war ich jung, da konnte ich das noch, eher ein stilles Wochenende. Ja. Aber sehr muckelig und gemütlich. Guck mal, die Claudia Hilles hat auch am 9. Januar Geburtstag. Ja, hör mal, schön. Hör mal, das scheint mir ein ganz interessantes Datum zu sein. Ja, Matt Hoffman, mein großes BMX-Idol Matt Hoffman, hat auch am 9. Januar Geburtstag. Mein Idol, Wahnsinn. Verstehe, und da gab es auf jeden Fall... Simon, wir werden jetzt zur intimen Frage kommen. Okay, ich bin bereit. Du sagst die Nummer. Ich sag die Nummer 22, 23, 23. Nein. Die intimen Fragen ist nur 1 bis 16. 1 bis 16? 1 bis 16? Ja. Dann nehme ich die 12. So. Warte. Gut, das ist jetzt ja, jetzt gehen wir in die Vergangenheit. Okay. Nicht? Was ist das Dümmste, das du aus Liebeskummer getan hast? Das Dümmste aus Liebeskummer. Oh. Ist es zu intim? Nö. Es ist doch alles bei mir so lange her. Ich muss dann in meinem Gedächtnis. Du musst ein bisschen kramen jetzt. Das sage ich ja. Du bist... Liebeskummer kann natürlich auch immer sein. Liebeskummer kann natürlich auch. Es kann auch ein positiver Liebeskummer sein. Also es kann ein Liebeskummer sein. Jetzt schreibt hier jemand, Achtung, FSK 18 jetzt. FSK 18, ach so, FSK, ach sowas. Ja, im Zweifel hat man sich betrunken und es war zu viel und dann ist man aber Liebeskummer, ach so. Na, ich meine sowas, hast du mal sowas gemacht, wie weißt du, dann doch vor der Tür gestanden, jaulend. Ach, sowas, weißt du, sowas, wo man nachher sagt, oh nein, warum habe ich das getan? So mit Gitarre spielen vom Fenster. Ja, so, ganz schlimm. Und du klopfst an und dann steht da schon der Neue und du denkst so, nee, so, das ist richtig. Donnerwetter, ich bin ja doch recht glimpflich durch mein Leben gekommen. Ich glaube auch, jetzt wo du so nachdenkst, das scheint mir doch sehr entspannt gewesen zu sein, möchte ich sagen. Ja, ich habe schon auch natürlich eine Breitseite kassiert, einige. Ich habe einige Preise, natürlich. Sonst, also, ja? Gehört ja zum Leben dazu. Aber deswegen habe ich nicht weinend mit einer Violine... Ich würde mir das gerade wunderbar vorstellen, wie du weinend mit einer Violine so vor dem Haus kratzend, weißt du? So, ja, und dann Playback auch vielleicht. Ja. Weil man Geige nicht spielen kann, dann so, ja, so Playback. Ich glaube, dass Männer auch aus Liebeskummer gar nicht so dumme Sachen machen wie Frauen. Glaube ich. Also ehrlich gesagt, Liebeskummer macht mich relativ, macht mich sehr passiv. Also völlig, also ich lieg dann da, es ist gar nicht so lange her, stimmt, genau. Hier gab es auch anfängliche Schwierigkeiten. Ich lag dann auch einfach rücklings und weinend im Bett. Du hast ein arme Dir gehabt. Ja. Ne? Das arme Dir und hast gedacht, so. Arme Dir, ja. Ne, da, kennst du dann das arme Dir, diesen Ausdruck? Ey, kommt das aus Düsseldorf? Ja? Ist das so ein Düsseldorfer Ausdruck? Ja, das ist ein bisschen so aus der Gegend. Ja, arme Dir. Das hat ein bisschen ein arme Dir. So, und dann ist. So. Ich habe da so ganz klassisch so Sonnenbrille aufgesetzt und mit so Kumpel so Kaffee getrunken, wo wahrscheinlich so die Hälfte so nebenkippt. Das habe ich dann schon noch auf die Kette gegeben. Mehr habe ich nicht auf die Kette gegeben. Also, Frauen sind ja viel dramatischer. Das ist Liebeskummer bei mir. Das ist Liebeskummer. Verstehe. Machen Sie eine Liebeskummer. Ja, das schreibt man in der Öffentlichkeit, würde ich auch nicht sagen. Nee, wir sagen ja was, aber meistens, man hat gar nicht so dumme Sachen gemacht. Meistens hat man einfach gelitten. Sehr, sehr. Sehr. Und das mit Inbrunst. Ne? Aber halt nicht öffentlich, sondern zu Hause. Zu Hause, bis ins hohe Alter. Ja. Also nicht, nee,
Also, hohe Alter, also wir haben ja noch kein hohes Alter. Aber nein! Doch, es ist etwas, was dann doch scheinbar ab und zu mal wieder um die Ecke kommt. Ja, jetzt erinnern sich hier die Damen gerade, es ist sehr lustig, weil der Hinak Baumgarten war mal da und der hatte die Frage und der hat so schlimme Sachen gemacht. Ja, schreibe jetzt gerade, der war wirklich wild, möchte ich sagen. Ja, es gibt ja, aber das ist ja, jeder ist ja da auch anders, nicht? Ja, ich bin ja auch vielleicht ein bisschen Vernunftsmensch am Ende des Tages. Ich bin auch nicht wirklich, bin auch kein exzessiver Mensch. Ich mag immer gerne extreme Unterhaltung, hab mir immer früher irgendwelche krassen Filme angeguckt, so irgendwie brutales Horrorzeug, Extremsport, das fand ich immer alles geil, krasse Punkmusik, Death Metal, aber ich selber war immer so ein bisschen echt reserviert. Klar war man mal blau oder so, aber dass man da jetzt oft irgendwie aufgefallen wäre, weil man der Betrunkenste gewesen wäre, never. Ja, nee. Aber sag mal, jetzt kommen hier öfter die Fragen, wo bist denn du als nächstes zu sehen? Du kannst noch nicht drüber sprechen, so richtig, aber du wirst uns auf dem Laufenden halten, auf deinem Instagram-Kanal, dass man, wenn man... Ja, ne, es kommen so ein paar Sachen rein für den Sommer, ganz schön. Ja, so kann man sagen. So lass mal stehen. Mein Lieber, es ist 23.06 Uhr, es ist Zeit. Charlie muss noch mal die letzte Runde und ich muss ins Bett. Ich muss nämlich um 6.30 Uhr werde ich abgeholt. Das ist ja fürchterlich. 6.30 Uhr ist wirklich fürchterlich. Ja, musst du um 5.30 Uhr aufstehen. So, und dann drehen wir den ganzen Tag und ich glaube, es geht bestimmt bis 7. Oh, ordentlicher Tag. Oh, so ein richtiger Tag. So ein also man könnte es auch Drehtag nennen. Ein Drehtag, so ein richtiger Drehtag morgen. Aber es war total schön, dass du da gewesen bist. Ich bedanke mich sehr bei dir. Ja, ich mich auch sehr. Alles klar. Du, dann bis bald mal. Pass auf dich auf. Lieben Gruß zu Hause. Ja, richtig aus. Schlaf schön. Ciao. Ja, gute Nacht. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt eine ganz schöne Woche. Meine wird relativ anstrengend. Dann wollte ich euch noch sagen, weil die Fragen kamen vorhin, tatsächlich sind meine Papiere wieder aufgetaucht. Und zwar beim KVR, also beim Einwohnermeldeamt, lagen sie im Wartebereich. Natürlich gab es diese Tasche, also wer neulich das Shopping gesehen hat, der hat mitgekriegt, dass ich meine Papiere, als das Herr Karl einen Ausweis von unserem Sohn beantragt hat und dabei den Mappe, die ich hier mitgegeben habe, mit den Papieren drin liegen gelassen hat. Und man wusste aber nicht, weil er sich an die Mappe nicht erinnern konnte, aber diese Mappe ist ausfindig geworden. Das heißt, ich habe meine Papiere wieder. Und natürlich, es gab vorhin ein gemeinsames Foto. Und wer dann nochmal gefragt hat, in die Story stellen und den Simon verlinken und mich verlinken, dann würde ich mich sehr freuen. Es gibt auch bei Giffys, wenn ihr Elena Ulich eingibt, gibt es auch das stille Örtchen als so ein GIF. Also einfach Elena Ulich eingeben und dann gibt es so GIFs mit mir. Ein bisschen absurd. Ja, ich hoffe, dass ihr eine ganz schöne Woche habt, dass ihr gut reinkommt und dass ihr auf euch aufpasst, dass ihr alle gesund bleibt. Und dass wir auch was zu lachen haben zwischendurch. Passt auf euch auf. Wir sehen uns nächste Woche. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Dermalogica und Gretel und Hakle für eure Unterstützung. Toll, dass ihr immer an meiner Seite seid. Und wie gesagt, am Donnerstag um 20.15 Uhr, tragt euch das ein, wenn ihr Lust habt, gibt es ein Dermalogica-Shopping. Darauf freue ich mich sehr. Da kommt die liebe Vera wieder. Und ich bin hoffentlich dabei. Ich denke schon. Natürlich. Und das war es leider schon wieder. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Genießen Sie die Zeit, bis wir uns wiedersehen, wenn es wieder heißt, auf ein Wörtchen bei Uli stillen Örtchen. Ihr Lieben, schlaft alle schön, Marieke. Gute Nacht, ihr lieben Stärchen. Ich habe dich nicht reinnehmen können als Moderatorin. Ich habe es versucht, das ging irgendwie nicht. Bärbel, gute Nacht. Beate Maria, gute Nacht. Tequila, schlaf schön und Part 5110, du auch. Passt das nicht auf. Ciao.